Hier ist unterwegs mit Stefan in Thailand aus Bangkok mit einem Fazit zu Airbnb in Bangkok. Ich habe in Bangkok zwei verschiedene Airbnb-Unterkünfte ausprobiert. Schau dir die beiden Videos an, um zu sehen, wie unterschiedlich diese beiden Unterkünfte waren. Und mein Fazit zu Airbnb fällt folgendermaßen aus. Ich finde, Airbnb ist eine Alternative zu Gästehäusern und zu Hotels. Ich habe auch gesehen, dass viele Angebote tatsächlich von Gästehäusern sind und nicht von Privatleuten. Es gibt eine riesige Auswahl in Bangkok, allein in Bangkok. Also es lohnt sich wirklich mal bei Airbnb reinzuschauen. Ich möchte dir aber auch einen Nachteil von Airbnb sagen, im Gegensatz zu einem Guesthouse oder Hotels. Es ist ja oft so, dass man in Guesthäusern, wenn man unterwegs ist, andere Reisende trifft. Also wenn dir das wichtig ist, dann ist Airbnb eher nichts für dich. Auf der anderen Seite hatte ich bei Airbnb wirklich ein bisschen mehr Privatsphäre als in einem Hotel oder in einem Guesthouse. In einem Guesthouse ist immer jemand da, immer jemand ansprechbar. So, was man machen muss, um das Richtige zu finden für sich, ist die Bewertungen anschauen. Und zwar richtig gut anschauen. Dann kriegt man einen Eindruck davon, wie die Wohnung wirklich oder das Zimmer wirklich aussieht. Die andere Variante, die andere Unterkunft war sehr ruhig gelegen, dafür hatte sie andere Nachteile. Der Balkon war grandios, dafür war die Einrichtung nicht ganz so neu. Jetzt in der letzten Unterkunft war alles ganz neu und sehr, sehr schön eingerichtet und von daher auch seinen Preis echt wert. Wenn du Airbnb ausprobieren möchtest, dann nutze jetzt die Chance, 20 Euro zu sparen. Und zwar, indem du auf meinen Link hier klickst. Wenn deine erste Buchung bei Airbnb höher als 83 Euro ist, dann kannst du diese 20 Euro sparen. Dann bekommst du eine Gutschrift für 20 Euro.